Moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs und heute möchte ich mit euch über das Erhalten bzw. Pflegen von Ausrüstung sprechen, insbesondere das Imprägnieren von Jacken und Schuhen als Teil meiner Reihe Outdoor Basics, ja, das Anfängerwissen für Outdoor-Leute. Und wenn dich das interessiert, dann bleibt da einfach dran. Ja, über Pflege von Ausrüstung habe ich schon mal ein bisschen gesprochen, aber nie über das Imprägnieren. In der letzten Folge haben wir zum Beispiel mal über Wolle und Daunen gesprochen, wie man das pflegt und lagert am besten. Da ist übrigens nochmal an mich herangetragen worden, dass ich auf das Thema Motten nicht eingegangen bin. Das mag vielleicht dem einen oder anderen sauer aufgestoßen sein oder bemerkt haben. Das liegt daran, dass ich noch nie Probleme mit Motten hatte. Das mag irgendwie regional unterschiedlich sein, das mag lagerungsunterschiedlich sein, ich weiß es nicht ganz genau. Bei meiner Kleidung gab es aber noch nie Probleme mit Motten, deshalb bin ich nicht drauf eingegangen. Ansonsten verlinke ich euch unten in der Beschreibung einen kleinen Mottenbericht, wenn ihr da Lust habt, einfach mal drüber zu lesen, was man da so machen kann. Tja, imprägnieren. Was ist imprägnieren? Im Prinzip einfach nur, dass ein Stoff, ein Gewebe das Wasser abperlen lässt, sodass es nicht an unsere Haut vordringt und uns nicht abkühlen kann. Imprägnieren können wir auf zwei Arten. Zum einen gibt es die Schutzschicht, die man außen aufbringen kann. Der sogenannte Lotus-Effekt, ja, wird auch gerne mal mit Wachs erzielt, wo das Wasser dann einfach abperlt. Und zum zweiten gibt es das Membransystem, um sich vor Wasser zu schützen. Dort gibt es dann ein Mehrkammernsystem, wo das Wasser von außen nicht reingelassen wird, aber das von innen nach außen drückt und das andere wieder mitnimmt. Das ist ein bisschen komplizierter. Da fragt man lieber einen Fachmann der Wissenschaft. Beginnen wir also mit dem ersten Imprägnieren. Das, was den meisten am vertrautesten sein wird, das ist zum Beispiel klassischerweise Wachs aufbringen. Das haben schon die Leute im Mittelalter gemacht, ja, zum Beispiel Wollfilz oder ähnliches mit Fett eingerieben, weil Fett ist ja hydrophob ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Also wasserabweisend, wasserabstoßend vor allen Dingen auch. Wenn ihr kleine Fetttröpfchen in Wasser reingibt, dann merkt ihr ja, das vermischt sich nicht, sondern bleibt getrennt voneinander. Und den gleichen Effekt wollen wir dann auf der Kleidung außen drauf haben. Das heißt, das Fett bedeckt sozusagen die komplette Kleidung, ja, geht in die Fasern, in die Poren rein. Das Wasser versucht reinzukommen, da sich das aber gegenseitig abstößt, perlt dann das Wasser ab und platscht wieder zu Boden. Eine äußere Schicht kann sich natürlich mit der Zeit immer weiter abtragen, das ist ganz normal. Das heißt, äußere Schichten, wenn dadurch die Wasserfestigkeit erreicht werden soll, müssen ab und zu wieder neu aufgebracht werden und möglichst wenig gewaschen werden. Das ist dann einfach so. Je mehr ihr das natürlich in die Waschmaschine packt und je aggressiver auch das Waschmittel ist, desto eher wird sich die Schicht mit der Zeit einfach abtragen. Die Schicht außen wieder anzubringen ist am verbreitetsten mittlerweile als Spray. Ja, gibt es in fast jedem Outdoor-Handel zu kaufen, dass er einfach von ungefähr 20-30 cm Entfernung auf die betreffenden Stellen raufsprüht. Soweit ich informiert bin, ist der Hauptstoff, der dafür gerne mal verwendet wird, Aerosol. Wenn ihr darüber ein bisschen mehr Bescheid wisst, dann schreibt mir davon gerne mal unten was in die Kommentare. Es gibt natürlich auch natürliche Materialien, wie eben das Wachs zum Beispiel genannt, oder dass man einfach einfettet. Das macht man auch heute noch gerne, und zwar bei Schuhen. Die werden gerne mit allerhand verschiedenen verschiedenen Fetten bearbeitet, sodass sie schön wasserdicht bleiben. Außerdem verleiht Fett den Schuhen, ja, je nachdem, natürlich auch nochmal eine schöne, intensive und angenehmere, saftigere Farbe, möchte ich sagen. Das zweite, eher unbekanntere Imprägnieren ist das Membranensystem, ja, das einfach das Wasser dann sozusagen nicht zur Haut vorlässt. Da ist zum Beispiel Gore-Tex zu nennen als Marke, die das angeblich perfektioniert hat. Dazu kann ich natürlich nichts sagen. Es ist auf jeden Fall der Marktführer dafür. Ob es das Beste ist, weiß ich nicht, weil ich noch nicht alle Produkte davon ausprobiert habe. Soweit ich aber weiß, gibt es mehrere, die da mittlerweile stark aufgeholt haben mit den Patenten. Mit diesen Dingern muss man ein bisschen vorsichtiger sein, denn wenn wir auf ein Membranenmaterial obendrauf eine Schicht auftragen, wird dadurch zum ersten die Atmungsaktivität komplett vernichtet. Das heißt, wenn man wirklich ein Gore-Tex-Material hat oder so, ist es eben nicht ratsam, außen drauf eine Schicht anzubringen, weil man damit eben die Materialatmungsfähigkeit eindämmt. Man macht damit allerdings auch nichts kaputt, muss man sagen. Es ist dann einfach die Atmungsaktivität verhindert. Es ist dann auf jeden Fall ja wasserdicht und dann trägt es sich mit der Zeit halt einfach ab.
Vielleicht ist das sogar als Kombination ganz gut, weil es sich ja dann eben mit der Zeit immer ein bisschen weiter abträgt und dann so ein Zwischeneffekt eintritt. Dazu kann ich jetzt aber nichts sagen. Die beste Art natürlich, solche Gore-Tex-Materialien und ähnliches wieder voll funktionsfähig zu machen, ist ein Waschmittel, ein extra Waschmittel dafür. Das steht mittlerweile auf den Dingern auch immer drauf, ob die für die Marktführer geeignet sind, also zum Beispiel für Gore-Tex oder ähnliches. Dabei wird einfach nur das Waschmaterial tatsächlich in die Waschmaschine eingeführt. Keine anderen Waschmaterialien kommen währenddessen zum Einsatz. Und dann wird das Kleidungsstück zum Beispiel ganz normal gewaschen, ja, wie man das eigentlich kennt bei normalen Temperaturen. Das steht allerdings auch jedes Mal auf dem Waschmittel mit drauf. Und so kann dann speziell für Membranenstoffe die wasserabweisenden Fähigkeiten wieder hergestellt werden. Ein kleiner Tipp noch zum Ende. Tatsächlich kann man auch die wasserabweisende Schicht wieder vernünftig hinbekommen, wenn man einen Trockner hat. Dafür einfach bei normalerweise niedrigen Temperaturen schön das Kleidungsstück drin trocknen lassen, denn durch die leichte Hitze und das umhergeworfen werden, verteilt sich wieder glatt die ganze Schicht auf dem Kleidungsstück, die vielleicht an manchen Stellen gebrochen, rausgerissen und so weiter und so fort ist. Das heißt, das andere Material schließt sich wieder so richtig, ja, wie so ein flüssig, also im Trockner wird es dann sozusagen ein bisschen flüssig, verteilt sich dann wieder in allen Fasern sozusagen drin. So kann man natürlich die wasserabweisenden Fähigkeiten von Kleidung mit Schutzschicht wieder etwas hervorheben bzw. reparieren. Wenn du jetzt noch was beizutragen hast zu Imprägnierung, ein paar Tipps und Tricks für die Zuschauer, dann schreib es doch gerne mal unten in die Kommentare rein. Davon können wir alle nur profitieren. Ansonsten hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat und du lässt mir ein Like da. Hier links und rechts oben findest du jetzt weitere Videos, Tipps und Tricks. Einfach mal durchklicken. Hier unten auf dem kleinen Button kannst du mich abonnieren, falls du es noch nicht getan hast, denn es kommen noch weitere Videos. Ansonsten sage ich tschüss, tschüss, bis zu den nächsten.